Yo, Noel, was geht ab, mein Bester? Hast du heute Bock, in die Schule zu gehen oder was? Boah, endlich gar keine Lust, ey. Endlich mal nicht nachsitzen. So musst du es sehen, weil wir sind eigentlich immer am Nachsitzen oder müssen uns in irgendeine Ecke stellen. Da ist das doch eigentlich mal ganz cool, wenn wir heute entspannt in die Schule können, oder? Boah, aber ich möchte nicht so gerne. Ich weiß nicht, Alter. Dieser Bus hier sieht irgendwie richtig gefährlich aus. So ein Hardcore-Bus ist das. Aber ich würde sagen, wir gehen in diesen anderen Bus. Ah, Noel. Endlich mal eine entspannte Schule. Nein. Oh Gott, das ist die Lehrerin. Und wir haben heute unseren ersten Tag in der Highschool, Leute. Wir gehen jetzt in die Oberstufe. Oberstufe? Wir haben uns da durchgemogelt, ne? Ich muss ja schon sagen, also nicht immer nur nachsitzen, auch mal ein bisschen schummeln. Hast du deine Kontakte spielen lassen, ne? Oh, nein, die erste Reihe, Bruder. Oh, wir sitzen in der ersten Reihe. Das war so klar, dass sie uns da hinsetzen. Na gut, Bro, aber wir versuchen heute einfach mal... Wie bitte? Eine Brotbox dabei. Was hat deine Mutter dir eingepackt? Ich hab ekliges Käse-Sandwich mit Gurken, Mann. Übelst alt und schmodderig aus dem Kühlschrank. Oh, voll nervig. Hä? Der fährt einfach mit dem Rad rum. Hey, warte mal ganz kurz. Hey. Ich will auch. Hier ist ein Badezimmer. Was ist das denn für ein Typ? Moin. Der will einen Burger haben, der Hausmeister. Nimm mal ganz kurz. Was ist denn das hier? Guck mal hinter dir. Der Typ, Alter. Guck mal, wie er fährt mit dem Mob. Warte mal ganz kurz. Bruder! Der Raketenstuhl! Wow! Ihr müsst euch hinsetzen oder ihr kriegt. Wer bist du denn, Mohamedou? Bist du der Streber hier oder was? Oh, der wird verletzt einfach. Einfach aufs Maul bekommen. Okay, Mohammed, ich glaub dir. Oh, die Lehrerin ist gemein. Wir sollen jetzt lernen, Noel. Psst, ey. Psst. Lass mich abschreiben, Bruder. Denno, Mene. Psst. Oh, oh. Miss Karen soll irgendwie ins, Oha, Alter, er steht einfach auf. Guck nicht so, alte Lehrerin. Oha! Raus hier, du alte Schreckschraube! Erzieh dich! Ich will raus! Oh, ich will raus! Ich muss raus! Oh, warte mal, hier hinten sind noch Schränke. Was ist da denn passiert? Oh, hey, der Drawer, Bruder. Ey, wir können hier hoch. Oder was? Safe! Let's go! Oh, ich wurde gerade runtergedrückt. Ja! Die Lehrerin kommt. Wir müssen uns schnell hinsetzen. Ja. Ich bin ein ganz starker. Ja, Noel, du wirst gleich sowas von verprügelt und bist dann raus. Also, Digga. Klasse. Wie geht's euch? Du hast aufs Maul bekommen. Ey, Noel, ich werde sowas von sagen, du warst das. Wer hat das aufgemacht? Also, ist nicht, wovon die Rede. Sag es ihm. Nein, oder? Ich hab's gemacht. Oh Gott, Leute, die Abstimmung wird... Ja, okay. Oh mein Gott. Ich glaube, wir sagen es der Lehrerin jetzt echt, ne? Oh mein Gott, das war... Wir haben den Typen verraten. Ja, stimmt, Alter. Wir bräuchten einen Burger für diesen Hausmeister. Der hatte übel Hunger, meinte er. Okay, wir ziehen mal durch. Einen blauen Key müssen wir finden, sagt er mir. Was? Blauer Schlüssel? Warte mal ganz kurz. Ich hab Hunger, Mann. Warum brauchen wir denn jetzt einen Schlüssel für diesen blöden Raum? Da ist die Direx, Alter. Die Direktorin, ja, Leute. Und durchziehen. Ja. Let's go! Der Essenswagen ist eigentlich nie zu spät, Leute, aber aus irgendeinem Grund kriegen wir kein Essen. Hier ist eine Bloxy-Cola. Wo eine Bloxy-Cola? Alter, was ist denn das hier für ein Raum? Ich hab den blauen Schlüssel gefunden. Och, Digga. Dann kommt der Typ hier. Oh, warte mal. Ich nehme ihn mit. Wo bist du denn? Ich will auf meinen Stuhl rauf. Na toll. Jetzt ist mein Stuhl kaputt. Ich brauche mal einen neuen Stuhl. Ja, mein Stuhl ist kaputt. Jetzt! Er läuft. Warte, ich hoch. Und durchziehen. Cafeteria. Rüber da. Ach ja. Ob wir zum Geschichts- oder zum Wissenschaftskurs gehen sollen, anscheinend haben wir jetzt schon gefrühstückt. Was ist das denn? Ja, denn, Leute, mach schnell auf. Nein, kein Geschichts... Da ist der Burger drin. Ja, aber den kriegen wir nicht. Ich hab den Schlüssel nicht. Ich hab ihn nicht. Och, Mann, immer diese Spielverderber. Ja, ne, echt so. Ich glaube, wir müssen hier wieder in diese Klasse einfach rein. Machen wir dann. Lehrerin, ich hab hier den miesen Düsenjäger gefunden. Ist das okay? Ibi! Party! Alter, siehst du das da draußen? Digga, ist das ein Zombie? Wir haben keinen Kostümtag heute. Karneval. Oh. Was war das? Das Licht ist ausgegangen, Mann. Was ist denn jetzt hier los? Ich hab Angst, Denno. Hier vorne an der Tür, Mann. Oh Gott, da ist ein Zombie. Denno. Draußen. Oh mein Gott. Knock, knock. Das ist schon ein zweiter. Ah, die essen die Lehrerin auf. Wir müssen weg. Lauf, die Zombies kommen. Oh Gott!
können ja nicht wieder runtergehen, ne? Das ist euch klar, oder? Wir können da jetzt nicht mehr wieder runtergehen. Da waren zu viele von diesen Viechern. Vielleicht könnten wir mal die Pakete hier checken. Oh, nice. Ist ein Schraubenzieher. Ja, ich wollte den eigentlich nehmen, aber anscheinend haben wir das Ding schon geklärt. Wir gehen mal weiter durch den Schacht. Da unten, Digga. Da unten in der Schule laufen überall Zombies. Da konnte man das durchsehen, durch diesen Lüftungsschacht. Wir kommen ja nicht weiter, Mann. Das ist eine Sackgasse. Hier. Wie kommen wir denn jetzt hier raus, ey? Oh, ich hab was aufgebrochen, ja. Komm zurück. Let's go. Wir sind in der Schule jetzt erstmal drin, ganz entspannt. Prinzipiell. Sehr gut. Hey, der Direktor. Also, haben Sie nicht gesehen, dass hier der Strom ausgefallen ist? Ich sag Ihnen ganz ehrlich, Mann, das ist doch nicht in Ordnung. Da sind irgendwie Zombies draußen so, weißt du, ich mein? Oh nein, wir sollen ihm folgen. Oh, ich lade mal kurz hier das neue Video von Denome runter. Hä? Ein paar Songs auf Spotify. So ein Ding ist das. Neues Video. Ich weiß ja nicht, aber wir sollten lieber, bevor du dir YouTube reinziehst, musst du auf jeden Fall jetzt erstmal gucken, dass du vielleicht dem Schuldirektor gehorchst. Oh, warte. Ja, ich bin safe. Pass ich da mit dem Stuhl rein? Hä? Oh Gott! Der Schuldirektor! Nein. Junge, er hat den Zombie einfach auf den Boden geschleudert. Junge, das ist Rambo. Was ist denn eigentlich für ein krasser Typ? Der rennt zurück. Oh, zurück ins Office. Hat er es jetzt mal gecheckt oder was? Der Direktor wird gebissen. Er ist infiziert. Oh nein. Der verwandelt sich gleich, Mann. Darauf erstmal ein Donut. Komm schon. Was ist das denn? Ich zieh mir auch einen Donut. Hä? Bist du auch grün? Ja, sah so aus. Aber alles erstmal okay. Der Computer hat eine Nachricht für ihn irgendwie. Ich bin mal gespannt. Welcher PC ist das? Oh ja. Mal gucken. Was kommt da für eine Nachricht? Oha. Alter. Notfall. Zombie-Ausbruch in der Stadt. Wir sollen drin bleiben. Aber wir sind in der Schule. Oh nee, oh Mann, ne? Ich will aber nach Hause. Wir sollen alles verteidigen, was geht. Und drinnen bleiben, nicht nach draußen gehen. Oh Leute, das wird jetzt wild. Okay, also wir sind jetzt hier mitten in der Schule. Die ganze Stadt ist voller Zombies. Aber ich sehe jetzt hier aktuell auch nicht irgendwie was draußen rumlaufen, ja? Oh nee, Mann. Okay. Ah, ich weiß, wir müssen wahrscheinlich jetzt erstmal gucken, dass wir uns ein bisschen Ausrüstung besorgen. Und da müssen wir rechts dann hier rum. Der hat sich schon was besorgt, Alter, guck mal. Die haben irgendwelche miesen Waffen jetzt am Start. Wie geil ist das Junge, denn? Junge, lass uns rein? Auch was übrig. Was soll das? Okay, ich nehme auf jeden Fall eine Brechstange, Mann. Vier Stunden später. Sind wir jetzt im Blaulichtmilieu? Ey, Alter, hörst du das draußen? Hörst du die Geräusche nicht? Ich höre noch die Lüftungsschächte. Hörst du die Geräusche nicht? Ich höre nichts, nein. Da läuft was. Oh Gott. Da läuft ja echt was. Jetzt höre ich Fußschritte. Ich bleib oben auf dem Schrank, Alter. Gar keinen Bock. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt, aber... Ich bin im Schrank. Die klopfen gegen die Tür. Oh Gott. Was passiert da? Was ist das da, Mann? Hallo? Was ist das da unten? Hallo? Vielleicht ist das die Polizei. Ja, das kann sein. Hä? Zombies! Der Direktor! Mach die kalt, Zombies! Oh! Den Typen schlagen wir zusammen. Oh Gott. Mach den kalt. Ja. Ah! Jawohl! Niedergeschlagen. Sehr gut. Habt ihr sehr gut gemacht. Ich bleib dann hier weiter im Schrank. Alter, was war das, Mann? Oh Gott. Der Polizist hat den Zombie umgelegt. Totaler Typ. Donut Dave. Nein, ich hab einen Donut gegessen. Donut Dave, können wir deine Knarre haben, bitte? Bitte. Nur einmal eine Pistole oder so. Leute, die ihm den Donut bekommen, kriegen bestimmt seine Waffe. Wir müssen in den Wissenschaftsraum. Alle Mann rein. Oh, können wir jetzt eine Bombe herstellen? Es kommt jetzt eine Radiodurchsage, ne? Dave, Alter, was ist hier los? Achtung, Achtung! Notfall! Militärisches Personal ist auf dem Weg zur Safe Zone. Ihr müsst euch sofort zur Safe Zone bewegen. Das gehört, Leute. Safe Zone? Safe Zone? Alter, wir müssen jetzt, glaube ich, mal gucken, dass wir irgendwo Stuff finden. Nee, wir gehen nicht in die Cafeteria. Wir gehen da nicht rein. Ich will nicht in die Cafeteria. Wir müssen das hier nicht unnötig in die Länge ziehen, diesen Schrecken. Was ist denn das jetzt hier? Junge, wir sind hier in der Cafeteria und die Lunchlady macht uns richtig gutes Mittagessen. Ihr wolltet es ja nicht anders, aber ihr habt selber Schuld. Hä? Oh Gott. Nein. Es werden so hart Leute draufgehen bei dem Ganzen. Hast du ein Medikit dabei? Du kannst andere mit dem Medikit auch heilen, ne? Ja, mal gucken. Oh, die Lunchlady ist jetzt näher dran. Komm, wir boxen nicht. Oh Gott. Der Laser lasert jetzt alles durch. Er lasert alles durch. Ohne Probleme. Ohne Probleme. Oh je. Die Schüler sterben alle, ein nach dem anderen. Leute, der Boss wird, glaube ich, richtig schwer. Oh nein. Denno, wer wird als nächstes draufgehen?
Ey, das sind, glaube ich, riesige Fleischklöße, mit dem die schießt. Oh, jetzt! Oh, wir müssen rüber! Wir müssen rüber! Ich save euch, Jung! Let's go! Rauf da! Weiter draufschlagen, Leute! Schneller! Das kann doch nicht sein! Was ist denn das? Jetzt! Hä? Raketen drauf! Bam, in die Fresse! Junge, wir haben hier eine Cola-Bombe reingezündet. Wir müssen aber, glaube ich, wieder zurück. Ansonsten sterben wir! Oh Gott, da kommt eine Riesenkugel und mäht alles nieder. Oh. Oh je, wir müssen aufpassen. Aios mios. Ich sag euch, Leute, das werden nicht alle überleben. Ich bin mir sehr sicher, dass es nicht alle überleben werden. Ich werde das easy überleben, Denno. Wir sind nämlich Pros, wir beide. Oh, da ist einer tot. Mohammed. Ja, ich sag doch. Mohammed ist gestorben, es überleben nicht alle. Okay, jetzt wird wieder gelasert. Der Laser kommt. Vorsichtig. Der Laser schallert wieder durch. Ich habe ihn revived, Bruder. Mit meinem Verband. Wir müssen jetzt nochmal eine heftige Cola-Rakete voll ins Gesicht reinpfeffern. Vermute auch noch zwei, bin ich ehrlich. Ja, das könnte tatsächlich sogar sein. Wir müssen da wirklich jetzt richtig reinpunchen. Seid ihr bereit? Es geht los! Rüber da! So, wir schlagen weiter drauf. Komm schon. Boah, zieht, Jungs, zieht! Da ist doch da drüben, chillt doch noch einer! Jawohl! Echt, ey! Wir haben ja das Ding reingepfeffert, perfekt. Ich glaube, wir müssen jetzt noch einmal durchhalten, Leute. Alter, da ist wieder diese Riesenkugel, ne? Und ich sag euch, mal Mittagessen ist nicht gut. Geh runter hier. Ja, Lunchlady, du kriegst heute noch dein Fett weg. Vorsichtig, ich glaube, jetzt wird das Ding schneller. Ohne Probleme. Definitiv. Ohne Probleme. Ich chill hier. Ich bin safe hier. Sag ich, predict, ich bin safe. Okay, sie ist jetzt vorne. Jetzt wird wieder reingescheppert. Und ich werde genau so stehen bleiben jetzt. Genau so stehen bleiben. Ich habe gesprungen, habe ich nicht gesagt. Da ist der nächste tot. Da ist der nächste tot. Oh Gott, da ist... Alter Schwede. Oh! Den hast du einen Verband, hallo. Ich hab keinen Verband. Rüber da. Die Gruppe ist schwach. Wir müssen die Schwachen halt aussortieren. So ist das manchmal, ne? Wenn selber schuld. Die haben eben noch über uns geredet. Mohammed, ich sag dir ehrlich, ich habe ihm gerade geholfen und jetzt ist er schon wieder fast tot. Ja, der absolute Profi. Aber wir hauen ihr die Rakete vorne direkt mal straight ins Face. Geschafft, müssen wir jetzt zurück, Bruder. Oder was? Ja, müssen wir. Wir müssen zurück. Denno, ich glaube, ich schaffe es nicht mehr. Boah. Okay, sehr gut. Ich würde sagen, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Die Mittagessen-Lady ist auf jeden Fall dead. Und wer ist er? Dr. Zero? Wer ist das denn jetzt? Also, sie sieht richtig tot aus für ihn. Na ja, sehe ich auch so. Es scheint, als hätten wir alles unter Kontrolle, sagt Dr. Zero. Das stimmt. Aber wer ist Dr. Zero, Leute? Also, er hat den Patienten studiert, wenn sie außer Kontrolle gerät. Er ist froh, dass wir in der Lage waren, sie zu stoppen. Wir sind wach. Du bist wach. Hä? Was ging jetzt denn ab? War das ein Traum? Als ob, Leute. Junge, das brennt hier mitten im Flur. Das brennt hier. Alter, guck mal. Ich bin draußen jetzt. Was geht denn jetzt ab? Junge, hier draußen ist alles infiziert worden. Ist hier oben geht überhaupt richtig? Ab. Was ist denn das hier oben? Kannst du euch nicht sagen. Wir fahren jetzt anscheinend mit der Polizei nach Hause, okay. Hä, Bruder, sind jetzt zwei Leute im Kofferraum? Wie passen wir da alle rein? Ich kann dir auch nicht sagen, was das für ein Zirkuswagen ist, aber wir sind... Oh, da rechts sind Pistolen, Bruder. Let's go. Ich schnapp mir eine Knarre. Alles klar. Ich hab eine Glock dabei, Leute. Oh, wir sind zu weit weg. Wo ist der Kollege Dave? Ich hab eine Pistole aus dem Kofferraum genommen. Ich hoffe, das ist okay, ne? Noel hat sie auch eine gegönnt. Vorsichtig. Denno, mach dich bereit. Hinter uns eventuell. Ich geh Backup hinten. Du machst vorne. Oh, verdammt, Leute. Ich hoffe, wir kommen jetzt nicht in irgendeine Falle rein. Hä? Schuss, das ist der Mülltaucher Dan. Moin, Dan. Mensch, Dan, was machst denn du da im Müll, Alter? Es wird Nacht, Alter, und wir müssen zur Safe Zone, Leute. Zu verrückt, diese Story hier. Entweder gehen wir ins Blocks and Go oder Vorräte im Lagerhaus. Go, Bruder. Digga, Lagerhaus, Vorräte. Ich will eine Bazooka kaufen. Let's go. Ich will, Blocks Bazooka. Go, ich hab Hunger. Mein Big Mac möchte ich gerne haben, ja? Junge, denkt nur ans Essen, ne? Das letzte Mal sind wir... Oh Mann, wir müssen jetzt ins Blocks and Go. Immer die Leute wegen ihrem Essen. Ja. Oh, nervig. Okay. Aber mach deine Pistole bereit. Wir müssen die Zombies für die anderen wegmachen. Ja, so wie es aussieht, sollen wir schleichen. Also brauchen wir die Pistole ja erstmal nicht. Was ist das denn?
Was ist das denn? Ich schieße! Ah, ja. Oh Gott, wenn du erwischt wirst, glaube ich, sieht es hier richtig schwierig aus. Und wir ziehen jetzt direkt mal durch. Ah ja, oh! Alter, war das knapp. Okay, Leute, wir sind im Blocks & Go angekommen. Warte auf mich, bitte. Bitte, ich möchte was zu essen. Noel! Wer ist die denn? Weg. Oh, wer sind die? Das sind Wissenschaftler, ne? Anscheinend mit Blut befleckt. Alter, Mann, hier ist jemand gestorben. Ein Zitteranfall. Nein, wir haben den Alarm ausgelöst. Die Horde kommt! Die Zombie-Horde kommt! Wir müssen ganz schnell die Sachen einsammeln. Schnappt euch alles, was ihr finden könnt. Nehmt alles mit. Weiter, weiter, weiter. Okay. Junge, Geld. Digga, Geld immer gut. Ein Artikel fehlt, ein Artikel fehlt. Let's go. Oh, da ist ein Zombie. Oh, erledigt. Oh. Ich habe ihn ausgeschaltet. Oh mein Gott. Leute, wir gehen zum Abwasserkanal, würde ich auch sagen. Okay, Leute. Ich verstecke mich im Auto. Ihr könnt mich nicht sehen. Den. Okay, Mann, wir müssen jetzt irgendwie anscheinend zum Bunker. Aber oh, es geht los. Wir müssen... Nein, diese ekligen Super-Zombies hier. Warum geht ihr nicht rechts lang? Habt ihr Angst? Let's go. Da vorne ist der Abwasserkanal. Rein da, Männer. Rein. Oha, was geht denn hier ab? Ah ja, wir sind jetzt drüben. Hier, oh, eine Blutprobe anscheinend. Das wird ja immer wilder hier. Wer ist das da drüben? Ja, wer ist das? Wir müssen drauf schießen. Dieser Raum sieht zwar sicher aus, aber so sicher dann nun auch nicht. Hinter uns ist zugegangen. Junge, was ist denn das für eine kranke Story hier? Die wird ja immer wilder. Was passiert hier? Ich hab Angst. Oh mein Gott, das ist Nathan. Der Super-Zombie. Schieß auf ihn. Oh. Oh Gott, es bringt nichts. Oh, der Laser. Nein, Mohammed ist tot. Der nächste erledigt. Leute, wir werden immer weniger in dieser Zombie-Apokalypse. Rakete. Oh Gott. Oh, wir müssen rüber. Vorsichtig, konzentrieren, Freunde. Nein! Noel! Nein, als ob. Noel ist gestorben. Das kann nicht sein. Bist du da unten noch? My old friend. Oh Gott. Er ist auf der anderen Seite jetzt. Noel, wo bist du, Mann? Oh, er ist wieder da. Nein, meine Pistole ist weg. Oh Gott. Wow. Du machst aber weiter, ne? Ich sehe dich nicht. Ich bin hier vorne. Hier. Hey, warte mal ganz kurz. Hä? Schlägst du gerade auf den... Ujo, das sind ja Lenkraketen. Er schlägt auf den Typen ein. Noel hat sich gerade durchgebackt, Freunde. Habt ihr das gesehen? Wie crazy ist das denn? Und drauf auf den Typen! Schlag den Alten zusammen, Mann! Komm, Leute, komm! Noch ein bisschen! Nein, das kann nicht sein! Du verdammter Scheiße da hinten! Hier, schluck das! Oh Gott, die Lenkraketen! Die... Yo! Also, das ist geisteskrank! Oh! Alter! Der Laser ist so heftig, Mann! Das sieht extrem schwierig aus! Oh, ich hab mir einen Verband gegeben, Leute! Sehr gut. Wir gehen direkt wieder rüber. Und jetzt wird der Typ weggesmashed. Kommt schon. Oh. Und jetzt drauf da! Komm, du Elbert, wir schlagen die Typen zusammen. Nerdy, Nathan, du kriegst sowas von die Keulen. Nein, da sind noch mehr tot. Wir sind nur noch zu dritt, zu viert. Schlag drauf. Das. Oh. Jetzt wird's richtig. Endlaser, Leute. Vorsicht. Oh, oh. Puh! Oh, was? Oh. Was geht denn da jetzt ab? Mega Laser, yo! Jeder wurde gerade wegrasiert, Leute. Das war gerade so heftig. Ich bin immer noch in meinem ersten Leben. Überlegt mal, Leute. Ich hätte es sogar auf Hardcore geschafft. Geisteskrank. Und jetzt sind nur noch Noel und ich hier. Und die anderen sind halt... Hey, Bruder, wir müssen den jetzt zusammenschlagen. Der darf nicht mehr überleben. Komm. Bitte. Yes! Ja, er ist weg, Digga. Er ist weg. Mann, er ist tot. Gott sei Dank. Bro, was war denn das gerade für eine wilde... Wer ist das denn? Shadowy? Kill my son. Da ist irgendjemand im Schatten. Der Polizist kommt. Was macht ihr hier unten? Alter, wir hatten hier gerade schon wieder übel zu tun. Was passiert hier? Der erste Patient. Sein Sohn. Gott, Leute. Läuft da eigentlich ein Zombie die ganze Zeit lang? Leute... Dieser Zombie hat ein Gegenmittel bekommen. Der sollte eigentlich wieder zurücktransformiert werden, aber anscheinend haben wir ihn umgebracht. Und dementsprechend kann das Zombie-Gift nicht mehr geheilt werden.
Aber Bruder, den haben wir übel rasiert. Alter Schwede. Ja, Leute. 14 Enden gibt es in dieser Geschichte, was? Ja, Leute, das war's mit einem weiteren Video zu Roblox. Und ich hoffe, euch hat diese Zombie-Story gefallen. Normalerweise mache ich ja nicht so eine langen Videos, aber das bot sich halt gerade an. Und ich bin auch echt ein bisschen durch, muss ich sagen. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und falls ihr noch andere Videos auschecken wollt, könnt ihr es hier oben machen. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum Ende. Dickes Küsschen. Denno. Out.